Das Bundeskabinett wird heute entscheiden, dass effektiver gegen den Wohnungseinbruch vorgegangen werden kann. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist seit Monaten hinter diesem Thema her. Jetzt hat die SPD Gott sei Dank zugestimmt, dass wir ein neues, besseres Instrument haben, um den Verbrechen des Wohnungseinbruchs besser begegnen zu können. Und wir können jetzt auch die Telekommunikationsdaten auswerten, auslesen und so besser darauf reagieren, was vor allem marodierende Banden bei uns in Deutschland tun. Tatsächlich gehen die Zahlen ja zurück. Warum diese Dringlichkeit? Die Zahlen sind leicht zurückgegangen, was im Übrigen damit zu tun hat, dass die Zahl der erfolglosen Versuche gestiegen ist. Wir haben vom Bund ja ein Programm aufgelegt, macht die Wohnung sicherer, indem wir Zuschüsse geben, um den Einbruch zu erschweren. Das wirkt sich jetzt aus, aber trotzdem sind die Zahlen gigantisch hoch und die Aufklärungsquote bei unter 20%. Das muss sich schon erheblich verbessern. Können Sie noch mal die Knackpunkte wiedergeben, die es bis zum Schluss zwischen Union und SPD gab, und warum jetzt die Einigung? Nun, es ging vor allem wie immer um die Frage bei der SPD, findet hier eine neue Form der Vorratsdatenspeicherung statt und Vorratsdatenauswertung. Das ist nicht der Fall, sondern wir haben schon heute in der Strafprozessordnung Möglichkeiten, bei schweren Straftaten die Kommunikationsdaten auszuwerten. Und wir haben darauf gedrängt, dass der Wohnungseinbruch als eine solche schwere Straftat eingruppiert wird und dann auch der Katalog der Instrumente angewendet wird. Also es gibt keine neuen Instrumente grundsätzlich, aber neu, dass beim Wohnungseinbruch jetzt diese Verschärfung stattfindet. Die Polizei fordert auch, dass man mehr Personal stellt, nicht nur, dass man die technischen Möglichkeiten der Ermittlungen verbessert. Wie sehen Sie das? Die Forderung der Polizei ist berechtigt. Wir sagen, wir brauchen mehr Polizei, wir brauchen eine bessere Ausstattung und wir brauchen bessere Instrumente. Zwei Dinge gehen jetzt voran, die Ausstattung und auch die Instrumente bei der Zahl der Polizeibeamten, muss noch mehr getan werden. Der Bund geht hier sehr weit. Wir haben 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Bundespolizei und in den nächsten zwei Jahren über 4.000 neue Stellen. Und da müssen die Länder nachlegen. Zumal ja auch klar ist, was wir heute an neuen Beamtinnen und Beamten gewinnen, wird erst in drei Jahren ausgebildet zur Verfügung stehen. Also die Forderung, mehr Polizei ist berechtigt und dazu muss man jetzt schneller in mehr Ausbildung kommen.